Noch schlugen keine Wellen an den Rand der Trogbrücke in Hohenwarte. Doch das sollte sich am 11. September 2011 schnell ändern. Denn beim 21. Städteachter stellte sich wie jedes Jahr die Frage, hat Magdeburg die Nase vorn oder Halle? Bevor jedoch der große Städtewettkampf begann, lieferten sich die Barken aus Sport und Wissenschaft ein spannendes Rennen. Hier hatte der Wissenschaftsachter das Nachsehen. Ob Dr. Mario Damerow, der Leiter des Sportzentrums, in der Konkurrenzbarke rudernd, das Boot der Wissenschaftler schneller gemacht hätte, bleibt offen. Der Sieg der hallensischen Studierenden im Rennen der Universitätsachter trübte den Siegeswillen der Magdeburger keineswegs. Und so entschieden sie in diesem Jahr deutlich mit einer ganzen Bootslänge voraus den Städteachter für sich. Mit diesem 5. Sieg in Folge holte Magdeburg in der Gesamtwertung auf und so steht es nun nur noch 10:9 für Halle.